So, da sind wir wieder. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach unten und bringen den. Obwohl, warte, ich schmeiße es einfach ins Lootloch. Bin ich ehrlich. Weil das sind sowieso Sachen, die wir bereits gesammelt haben und die sich stacken werden. Also rein damit. So. Wie grausten schon wieder, ey. Was sollen wir damit? Und ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal um unsere Essenskiste. Ne? Wir haben hier Life. Wir haben hier Ausdauer. Wir können theoretisch erstmal den Salat verwursten. Es gab doch aber auch ein neues Ausdauerfood. Da würde ich... Oh doch, das sieht voll geil aus. Das sieht voll geil aus. Bin ich sehr froh, dass wir das gemacht haben. Feuerholz. Und rein damit. Und dann gucke ich mal fix. Welche war das denn nochmal? Die hier gab ordentlich Life. Nee, das nicht. Da ist die... Das müssen wir auf jeden Fall nehmen. Harz, Magierhut und die beiden neuen. Das hole ich schon mal. Und da koche ich ein paar von. Für uns nämlich. Das wird unser neues... unser neuer Yggdrasil-Haferbrei. Nämlich. So, also... Die Kräuters. So. Die Pilze. Einmal die blauen und einmal die. Und dann noch das Harz. So sei es. Halt. Da nehme ich mal sogar zwei mit, weil ich glaube, davon braucht man immer ein bisschen mehr. Ich habe gerade nicht auf die Zahlen geachtet, hätte ich mal machen sollen. Aber wie ich gerade meinte, ich will ja auch nicht so viel kochen, ne? Ich mache jetzt nicht die Kiste voll, keine Angst. Das geht ja von den Ressourcen her. Mariniertes Grüngemüse. So, da mache ich mal, keine Ahnung, ein Zwambo. Ich mache ein Zwambo. Ein für die Kiste und ein für uns. Obwohl theoretisch eigentlich das das Bessere ist als das, ne? Ne, doch nicht. Suchersülze ist besser. Gut. Ja, dann mache ich davon jetzt erstmal 20. Und wenn die aufgebraucht sind, wird das unser neues Magiefood. Ey, dann haben wir noch mehr Mana. Das ist ja richtig geil. Richtig nice. Und dann gucken wir gleich mal, was die neue... Was war denn nochmal die neue Ausdauernahrung? Ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine gesehen hatten. Die besser war als unser Omelette. Das war irgendwas mit den Aegis, glaube ich. Mit diesen Geier-Eiern. Geier-Eier. Meine ich. Ich glaube, so war das. Aber eins nach dem anderen. Zack. So, dann... Ungekochte Lox-Pastete. Stimmt. Gerstenwein müssen wir auch herstellen. Moltebeeren und Getreide. Ich mache das mal einen nach dem anderen. Ne? Damit ich nicht durcheinander komme, sonst vergesse ich wieder, was soll ich da mal mitnehmen und so. Und das ist dann immer ein bisschen nervig. Also, wir brauchen Korn. So, ich bringe mal das Harz weg. Hier. So, und wir brauchen Moltebeeren. Da brauchen wir gar nicht so viel von. Ich guck mal, wir haben nämlich, ja, wir haben nur noch eine einzige. Da würde ich schon vier Mischungen anrühren, vielleicht. Ja, vier Stück sollten passen. So. So, und noch einen. Zack. Dann zwei hier rein. Und zwei hier rein. Und was mir auch noch auffiel, Ausdauer haben wir noch den Salat und ansonsten Magiefood, ne? Naja, gut. Theoretisch noch ein bisschen Suchersülze. Ne? Wir haben bisher kein anderes Magiefood gefunden, weil ich glaube, dass wir es brauchen werden. Suchersülze brauchte das Monsterfleisch. So, und die... blauen Pilze und das Gelee, oder? Dieses Gelee und die blauen Pilze, glaube ich. Oder? Nee. Das Harz? Ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal. Ich habe es bestimmt falsch gemacht, ne? Nee, doch nicht. Richtig. Sehr gut. Dann mache ich davon erstmal unseren Stack wieder voll. Und außerdem noch einen zweiten Stack für die Kiste. Oder einen dritten vielleicht sogar noch. Weil das ist wirklich sehr ergiebig, ne? Das bisschen Sucherfleisch haben wir noch en masse auch im Speicher. Und wir kriegen immer für ein Sucherfleisch einen Hut und ein Dingens. Ich wiederhole mich. Bekommen wir so viel raus, dass ich finde, das lohnt sich sehr. So. Und noch einmal. Zack.
Und jetzt gucken wir mal. Das hier war das neue Lebensfood. Angebackener Huhn. Ah ja, püriertes Fleisch. Ich erinnere mich, wir hatten zwei Sachen gekocht, um sie zu vergleichen. Ne? Die sind oben in der Kiste. Ich gucke trotzdem nochmal nach. Das ist alles ungekocht. Da kann man sowieso die Werte nicht ansehen. Das ist das, was daran nervt. Ja, ne? Die und die haben wir hergestellt, glaube ich. Verbranntes Gemisch. Oh. Zwiebeln, Straußenfahren und YouTube-Bläschen. Aber ich gucke erstmal. 85. 85. Die ist genauso gut. Ja. 25. Nee, doch nicht. Die hier brauchen. Die hier hält länger. Dann ist die besser. Die brodelnde Beerenbrühe ist schlechter als Surasülze. Das ist gut zu wissen. Pilzshake. Oh. Aha. Das ist natürlich auch interessant. Aber zu teuer noch für uns. Prickelnder Pilzshake. Das schreibe ich mir mal auf. Prickelnd. Der. Moment. Schreibe ich hier gerade über die Kante. Das ist natürlich nicht so schön. Pilzshake. Und der hat nämlich, wie viel? 90 Mana. Gut, langfristig, ne? Nicht jetzt, aber langfristig ist das auf jeden Fall interessant für uns. Würzige Marmelade hat 90 Ausdauer. Honig, Straußenfahren und Beere, das geht eigentlich. 90. Ich guck mal kurz oben, was die anderen hatten. Wenn die besser sind, mache ich die natürlich. 100. Und das war Leben, ne? 105. Ja, die machen wir. Geröstete Krustenpastete. Ganz klar. Also, das ist ja top. Geröstete Dingens. Da muss ich... Würde dann ungekocht heißen, ne? Krustenpastete. Das meine ich. Mehl, Vulkanei, also Vulkangeierei und die Beeren. Gut. Mehl, Ei und die Beeren. Erstmal den anderen Stuff wieder weg. Halt. So. Das Zeug wieder weg. Die Beeren wieder weg. Die hier dafür mitgenommen. Korn weg. Mehl dafür mitgenommen. Davon mache ich mal ein paar, weil ich glaube, das wird unsere neue Ausdauernahrung. Bin ich ehrlich. Monsterfleisch hier rein. Die Suchersülze kann ich außerdem hier schon mal in die Kiste packen. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen was. So. Und außerdem, was hat noch gefehlt? Die Aegis von den Vulkangeiern. So. Und da mache ich mal eine ordentliche Fuhre. Vor allem das Nervige an denen ist, die müssen wir auch backen. Also werde ich jetzt erstmal 8 kochen. Also, ne? Vorbereiten und dann schon mal reinpacken in den Ofen. Alter, wie viel mache ich denn? Dafür brauchen wir eigentlich echt viele. Ich mache einfach so viel wie geht, oder? So. Und wir haben 8. Dann nehmen wir hier Holz raus. 2 Stück. Da rein. Da rein. Hier rein. Und hier rein. So. Und weiter gemacht. 6. Sehr gut. Ja, Mehl geht auch schon wieder sehr schnell runter. Aber ich erinnere mich auch daran, als wir hier diese Mühlen gebaut hatten. Das war ja so extrem ergiebig, ne? Theoretisch kann ich sogar gleich noch ein bisschen Mehl runterholen. Ja, mache ich auch. Komm, let's go. Volle Karacho. 12. Sollte durch 8 halber sein, sonst nervt's. So. Das sind schon mal 16. Die sind schon mal durch 8 teilbar. Das brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen. Ah, ne, sind gerade fertig. Dann wieder rein. Und die auch rein. Und die bringe ich schon mal hoch. Und hole neues Mehl. Die hier rein. Halt. So. Und Mehl war hier. Mache ich mal so, so. Den wieder zurück. Und außerdem hier noch ein paar von den Eggs. Ja, mache ich mal so. Warum nicht?
Und nach unten. So. Ja, jetzt muss ich allerdings erst das wegwerfen, ne? Weil wir keinen Platz im Inventar haben. Ja, schmeiße ich mal kurz die Krone hier hin. So. Und wir machen weiter. Huch, jetzt habe ich es gestoppt. Na toll. War ja gerade fertig, ne? Ja. Dann sofort weitermachen. Damit wir hier keine Zeit vertrödeln. Durchwarten. Weil das ist echt sehr lästig. Aber wir kommen ja voran. So geht's doch. Und ich glaube, hier die mache ich auch nochmal komplett durch, oder? Einmal nochmal Mehl weg. Dann haben wir, glaube ich, erstmal ordentlich was vorbereitet. Denn das brauche ja eigentlich nur ich alleine. Aber das habt ihr euch schon fast gedacht. So. Das ist wieder durch 8 teilbar. Das ist eigentlich auch egal, fällt mir gerade auf. So schlimm ist es nicht, wenn es nicht durch 8 teilbar ist. So. Und wir haben 16. Zack. Sehr gut. Und wir können nachlegen. Und hier nachlegen. Wie die da immer rausfliegen. Ist irgendwie satisfying. Ich weiß nicht warum. So, weiter geht's. Vor allem, es braucht nur ein Ei. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wenn ich darüber denke, wie die anderen Omelettes, die haben immer 3 Eier verbraucht, ne? Na okay, dafür können wir die nicht züchten. Das ist natürlich wieder der Nachteil. Aber andererseits kriegt man die auch sehr schnell, ne? Diese Vulkangeier sind ja doch nicht so stark. Sie sind häufig in der Überzahl, ja. Aber stark sind sie nicht unbedingt. Oh, keine Beeren mehr. Ich leg nochmal nach. Warte mal, das hier kann ich, glaube ich, wieder aufnehmen. Oder reicht das? Nö. Das reicht uns nicht! So, hierher. So, und nach oben. Da holen wir uns noch ein paar Beeren und machen nochmal, bis es durch 8 teilbar ist und dann war's das. So, die kommen hier rein. Und so. Sehr gut. Sag mal, diesmal ist es Zapfi, ne? Die gehen nie um mich herum. Dreist. Einfach unverschämt. Bin ich ehrlich. Ach ja, stimmt. Und die Weitrauben müssen wir uns auch gleich nochmal angucken, ne? Bin ich sehr gespannt, was aus unserem Spalier geworden ist. Sind die fertig? Nö. Und hier 8, also noch 6. Gut. 2, 3, 4, 5 und 6. Sehr gut. Dann noch eine Fuhre rein. Und hier noch eine rein. Und eine haben wir noch auf Tasch, ne? Gut. Die bringe ich dann gleich nach unten. Ja, Zapfi, jetzt gehst du wieder hoch. Weißt du? Da, sehr. Merkst du das? Merkst du das, wie sich das anfühlt? Hm? Merkst du das? Ja? Da? Geht ganz schön auf die Nerven, nicht wahr? Hm? Entschuldigung. Wenn das ein echtes Tier wäre, hätte ich das natürlich niemals getan. Ich hoffe, das ist euch bewusst. Vor allem noch diesen ganzen Debatten momentan, ne? Mit diesen... Mit Anni und dem ganzen Shit und der Tierquälerei. Oh Mann. Oh Mann. gut, okay, wie auch immer. Agnes, hier rein. Ach ja, na klar, ich habe ja alle rausgenommen. Dann Mehl hier rein. Ich muss mich beeilen, ne, damit es unten nicht verbrennt. Und die Beeren hier rein. Ja, ist gerade fertig geworden. Lauf! Oh nein! Ich habe aus Versehen aufgesammelt. Weil ich aus Gewohnheit an der Stelle immer springe, wo der Loot von unserem Lootloch rauskommt. Das sollte ich mir echt mal abgewöhnen, ne? Weil ich springe dann immer hier gegen da, nehme ich dann die Items auf. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch. So, hierhin. Weg damit. Und dann, ich würde sagen, die letzte Fuhre warten wir eben noch ab, ne? Weil lohnt sich ja jetzt nicht. Ach, das hier können wir ja auch schon mal rausnehmen. Hör damit. Und wenn wir weitermachen wollen, brauchen wir neues Dingens, ne? Wie heißt es denn? Na, wie heißt denn das Zeug? Weichgewebe. Ist natürlich schade, aber gut.
So, kann das hier mal hinne machen, bitte? Mache ich halt erstmal das hier. So. Und sie sind fertig. Hör damit. Und hör damit. Sehr gut. Und dann haben wir erstmal ein bisschen was gekocht, ne? Ich verbrate jetzt natürlich erst einmal das schlechte Food hier oben nochmal weg. Und dann haben wir danach hier das Top-Food. Sehr gut. So will ich das sehen. Ja, und den Salat eigentlich auch weg, ne? Habe ich so viele Sachen gemacht, die wir gar nicht brauchen. Ach ja, und das hatte ich ja ganz anders sortiert. Das hatte ich ja so und so sortiert, ne? Und den mache ich mal hier, keine Ahnung. Völlig egal. Und dann bringe ich die Magiesachen kurz weg. Und wir gehen kurz ratzen. Also nichts wie hinauf. In unser kuscheliges, warmes Bettchen. Waren wir schon wieder viel zu lange nicht, ne? Stimmt, ist ja auch Nacht. Soll ich nach einem Asquin gucken? Will ich eigentlich. Ich will eigentlich gerne einen 2-Sterne-Asquin haben. Also würde ich sagen, let's go, oder nicht? Also mal kurz ausruhen. Und wir können schon mal Energieschild anmachen, weil das hält ja jetzt ein paar Sekunden länger. 4 Minuten hält das jetzt. Das ist natürlich besser als, wie viel war es vorher? 3, ne? Glaube ich. Ich glaube ja. Ach so, wir sind schon ausgeruht. Gut. Gut, dann gucken wir mal, ob wir wieder einen 2-Sterne-Asquin haben. Und wenn nicht, dann ciao. So, hier sind wir. Einmal kurz nach unten geguckt. Aber ich glaube, das bringt uns nicht viel. Ne? Man sieht sowieso nichts. Und soll ich kurz mit Lampe hingehen? Nee, ne? Nee, nee. Lieber nichts riskieren. Hier werden mit Sicherheit irgendwo Feinde sein. Oder bin ich zu früh? Ich bin zu früh hier, ne? Nee, ich kann nicht jede Nacht hierher kommen, weil die brauchen, glaube ich, zum Respawn länger als einen Tag. Oh, Schurken. Also Zwerge. Moin, moin. Hier waren Zwerge? Das ist ja eine positive Überraschung. Pass auf dich auf. Ach, wie süß. Du auch. Pass du auch gut auf dich auf. So, hier habe ich übrigens die ganze Zeit Aschholz glänzen sehen. Oh, was? Nein! Willst du mich verarschen? Das war zu dicht dran. Oh Mann, ich bin so ein Storch. Oh Mann, ja sorry, aber das war jetzt gerade voll dämlich. Ich leg mich mal schlafen. So, guten Morgen und ja, reden wir nicht drüber, ne? Ich laufe einfach mal runter und hole mir meine Sachen zurück. Das war jetzt gerade schön dämlich, bin ich ehrlich. Gut, aber ich glaube, ich baller mir vorher mal einen Salat rein. So. Und außerdem, keine Ahnung, das hier. So. Das sollte reichen, damit wir zu unserer Leiche kommen. Halt, die war hier. So, da sind wir. Und ich muss leider die Treppe nehmen, sonst werde ich drauf gehen. Da habe ich keine Lust drauf. Also hier vorsichtig runter. So. Rübergerannt. Aufpassen, dass wir nichts aufsammeln. Und vor allem, dass hier keine Feinde kommen. Ach komm schon. So. Haben wir eigentlich noch Erze drin? Nee, ne? Nee. Gar nix. Gut, ich kann hier außerdem die Schandflecken mal entfernen. So, und was habe ich denn hier eigentlich markiert? Aha, also Ascheholz. Ist da so viel Ascheholz? Ja, tatsächlich. Und da hinten war, glaube ich, richtig viel auf einem Haufen, ne? Ja, wenn wir Ascheholz brauchen, können wir das hier herholen. Aber ich bin ganz ehrlich, brauchen wir ja gerade gar nicht. Und wie geht's unserem Asquin? Na? Alles gut da unten? Oh Mann, irgendwie tut er mir ja ein bisschen leid. Aber er muss sich noch gedulden, bis er sich fortpflanzen darf. Das muss natürlich, ne? Wir machen hier nur die... Züchten hier nur die edelsten. Die edelsten Rassen. Ob jetzt auch das so verschiedene Rassen wären. Obwohl, die haben ja auch eine verschiedene Farbe. Genau genommen ist es ja eine andere Rasse dann, oder? Keine Ahnung. So, da schmeißen wir mal eben alles ins Lootloch. Das ist ja vor allem so gut wie nur dieser Stein. Den können wir sowas von wieder nach oben bringen gleich. Also den Speicher. Aber sowas von. So, wir haben es morgens.
Ich mache mal mein Energieschild an, baller mir außerdem die letzte hier rein. Das heißt, wir können das erste Mal die hier rausnehmen. Was haben wir denn da? Ich nehme mal nur die Hälfte raus erstmal. So. Und hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht auch für Folge 900. Ich glaube aber, ja, obwohl, könnte knapp werden. Egal, dann koche ich halt in Folge 900 was nach. Und ich wollte mal zum Reiseportal gehen. Und da ein bisschen mehr klar Schiff machen, denn wir hatten da noch einige Spawner in der Nähe, ne? Ich gehe mal kurz hin. Halt, erst Energieschild, ne? Ja. Sonst kommt gleich wieder Überraschungsangriff. So, da sind wir. Und... Hä, habe ich das hier so gegen die Wand gebaut? Kein Plan. Aber gut, ich könnte das vielleicht mal ein bisschen umbauen, das mache ich auch. Den stelle ich mal nicht so in den Weg, vielleicht hier oben so drauf. Und den hier stelle ich mal so, dass man nicht hier vorne direkt gegen den Stein läuft, sondern irgendwie so. Zum Beispiel. So. So. So ist gut, ne? Ja, so. Zack. So gefällt mir das. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Stirbt er an Feuer? Ja, ne? Tschüss. Gut. Und da hinten waren noch Spawner und so weiter. Das möchte ich nicht. Was ist das denn? Ach, das sind zwei Asquins ineinander. Ich dachte gerade, was ist das für ein Riesen-Asquin? Gut. Ich gehe mal kurz nach hier hinten. Mach alles platt, was uns dabei über den Weg läuft, so wie ihn hier. Tschüss. So. Dann da hinten sehe ich Geier. Da habe ich Bock auf deren Aegis. Auf Geier-Eier. Schön herkommen. Flatter, flatter. Na, kommt her. Tschüss. Oh, nee, doch nicht tschüss. Aber du tschüss. Oh Mann. So, dann du nochmal. Und... Und piu. Oh. Natürlich wieder ein Bogenschütze. Das war doch so klar. Mana aufladen, ne? So. Sehr gut. Und dann hier nochmal. Und war hier nicht ein Nest? Ich dachte eigentlich, hier sind noch ein paar andere Aegis. Nee. Gut. Dann leider nicht. Dann gehe ich mal kurz hier hinten hin. Und da hinten den Spawner, ne? Weil da werden ewig welche nachkommen. Den Spawner da vielleicht auch. Den wollte ich unbedingt entfernen. Das wollte ich ja letztes Mal schon machen. Und dann wurden wir abgelenkt, weil hier ist doch die Walküre gespawnt, wenn ihr euch erinnert. Und die hat uns ganz schön eingeheimt. Oh, Alter. Oh, da ist ja gar kein Tor vorne. Wo ist denn das Tor? Sag nicht, das Tor ist in der Lava. Das Tor ist in der Lava. Echt jetzt? Das ist ja bescheuert. Okay. Ja, dann, keine Ahnung. Mal gucken, ne? Also ich habe auch gesehen, Tipp von Daniel. Vielen Dank. Man kann sich auch hochbauen. Ganz einfach. Ist vielleicht nicht so leicht, weil ich habe gehört, diese Ballisten da, die sind an den Ecken jeweils immer. Die sind wohl nicht ohne und halten einen davon ab. Aber man kann sich hochbauen. Dann könnte man das natürlich im Ohr, vorsichtig. Könnte man das natürlich in Betracht ziehen, ne? So, ist das hoch genug? Nö. Ist so hoch genug? Ja. So ungefähr, ne? Let's go! Kann es sein, dass wir immer noch so wenig Ausdauer... also wenig Mana regenerieren? Wir sind gut ausgeruht. Wir sind nicht durchnässt. Zu niedrig. Ich muss höher. Besser. Ja, viel besser. So, ein Stück höher. Lieber zu hoch als zu niedrig, offenbar.
So. Oh, das war jetzt viel zu hoch. Ich zieh mal so nach. Da. Na komm schon, geh kaputt. Zu niedrig, glaube ich, wieder. Das ist echt schwer. Na doch, perfekt. Zerstört, ne? Ja. Puh, sehr gut. Der Klumpen da, ja, der kann da eigentlich weiter klumpieren von mir aus. Da ist noch ein Spawner. Die will ich alle entfernen, damit wir hier schön in Sicherheit sind. Ne? Da ist ein Erzturm. Eigentlich können wir auch den gleich mal abfarmen. So. So. Und du auch noch. Und du sprengst dich mal in die Luft, bitte. Bam! So, und du gehst in Flammen auf. Hervorragend. Dann hätte ich gerne diesen Loot hier. Und dich hätte ich gerne umgebracht. Tschüss. Sehr gut. Und hier haben wir noch ein bisschen Schweifel. Und wo uns das geschenkt wird, nehmen wir es natürlich mit. Zack. Sehr gut. Da ist ein Asquin. Den nehme ich auch mit. Daneben. Trotzdem getroffen. Scheiße. Okay, ich gehe ja schon. Ja, der macht den hier gleich kaputt, ne? Mir ist das schon klar. Aber so lange kann ich mich hier... Wow! Retten. Dreist, Alter, dieses Anspringen, ne? Das ist so strong. Gut. Dieser Charge von denen. Da ist ein Spawner, den mache ich kaputt. Da muss ich, glaube ich, auch nicht so hoch. Treffer, ne? Also mache ich mal so. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ein bisschen höher vielleicht. Da ist ein Bogenschütze, der hat uns Gott sei Dank nicht gesehen. Und ich habe irgendwas gehört. Ach, ihn. Spreng ich mal in die Luft, bitte. Danke. Und gib mir mal dein Loot, bitte. Merci. Sehr gut. Und dann mache ich hier das Ding weiter mache ich das Ding weiter zerstören. Ne? Ist doch klar, was ich meine. Tatsächlich ist ja klar, was ich meine. Trotzdem falsch. So, das Ding haben wir auch schon mal. Dann mache ich dich nochmal platt. Zwei sollten reichen. Oh, daneben. Zwei haben nicht gereicht. Interessant. Aber jetzt. Gut. Ja, dieser Lava-Brocken da. Oh, ich habe so Angst vor diesen Lavatürmen jetzt, ne? Seitdem wir das eine Mal so brutalst verreckt sind. Aber ich glaube, früher oder später müssen wir da ja nur mal hin. Und ich habe auch gesehen, dass wir allmählich kein Erz mehr haben, ne? Also, wir haben zwar schon ordentlich Barren vorbereitet, aber. Die sind ja auch endlich. Wollen wir ein bisschen Erzfarmen kommen? Ich würde sagen, ja. Dann machen wir hier noch den Rest platt. Damit wir hier schön in Ruhe uns um die Belagerung kümmern können. So, einmal eine Salve rein. Zack. Alter, ich habe mich sogar fast wieder getroffen. Drei ist... So. Und so. Und tschüss. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder hoch, wa? Zu unserer Base. Oha, sie haben so aber ganz schön was rausgesprengt. Das nehme ich auch mal mit. Ey, wie viel Grausten wir hier kriegen, ne?
Aber ja, bald mehr als Holz und Stein zusammen. So. Und hindurch.